Hallo, meine lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen hier zu diesem Special-Video, das ich ja auch schon mal angekündigt habe. Denn ich habe ja gesagt, ich werde alle, ich sag mal, Biografien der ganzen Charaktere, die im Tagebuch von Max sind, vorlesen. Und dies ist jetzt die Folge und wir fangen chronologisch an. Mit folgender Reihenfolge, ich habe sie mir nochmal aufgeschrieben, weil ich habe die Screenshots natürlich nicht in der Reihenfolge gemacht, zumindest nicht zu Anfang. Die Reihenfolge ist Max, Jefferson, Kate, Victoria, Nathan, David, Direktor, Warren, Chloe, Rachel, Joyce und Frank. So, und wir fangen jetzt mal mit Max an. Mein Name ist Max Caulfield und schon als kleines Kind wusste ich, dass ich Fotografin werden wollte. Ich habe die Welt immer durch mein Objektiv betrachtet. So bin ich Teil dieser Welt, aber aus sicherer Entfernung. Ich fühlte mich schon immer mehr zu allen Analogkameras hingezogen, als zu digitaler Technik. Ich liebe alte Stile und Techniken, aber das Instant-Selfie mag ich am meisten. Ob die Leute mich verspotten, interessiert mich nicht. Ich bin tolle Gesellschaft, wie? Und jetzt bin ich in die Heimat meiner Kindheit zurückgekehrt, um Fotografie an der Blackwell Academy zu studieren. Sogar mit Stipendium. Ich ließ Chloe auf ewig beste Freundin, bis ich wegzog und mich 5 Jahre nicht meldete, zurück. Und es ist so komisch, hier zu sein und sie noch nicht gesehen zu haben. Ich bin jetzt 18 und offiziell erwachsen. Fühle mich aber selten weise oder reif. Ich bin bereit, ein ganz neues Leben mit einer Retro-Kamera an meiner Seite zu beginnen. Bitte lächeln. Und dann noch so Stickers. Hello, my name is Max, Arcadia Bay Origin und I love Seattle. Gut, das war Charakter Nummer 1. Kommen wir zu Charakter Nummer 2. So, kommen wir nun zu Mark Jefferson. Mark Jefferson ist nicht nur einer der weltbesten Fotografen, sondern auch mein Lehrer und einer der Gründe, warum ich hierher wollte. Wie oft wird man schon von seiner Inspiration betreut? Ich mochte sein Art Deco und Goth-Stil schon immer und seine Arbeit in der Werbung ist so vielseitig. Jefferson kann aber auch herablassend sein. Er ist recht cool für sein Alter, aber auch distanziert und manchmal überheblich. Er lächelt so selbstgefällig, wenn er glaubt, recht zu haben. Ich glaube, er will uns darauf vorbereiten, wie hart es ist, Vollzeitkünstler zu sein. Er scheint meine Arbeit und Obsession mit Analogbildern zu verstehen. Er will wirklich, dass ich ein Foto für diesen Helden des Alltagswettbewerb einreiche, aber bis jetzt konnte ich es verhindern. Der Gewinner fliegt nach San Francisco, um Blackwell zu repräsentieren und national bekannt zu werden. Es wird meine Arbeit gut genug ist, und es ist eine Ehre, dass Jefferson mich zur Teilnahme drängt. Die Stickers da links kann man da meiner Meinung nach nicht so identifizieren. Aber, naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Charakter Nummer 3. So, kommen wir nun zu Kate. Und, ja, leider ist sie ja bei uns gestorben. Das ist schon recht traurig. Ist leider so. Okay. Ich weiß nicht mehr, ob ich Kate Marsh im letzten Monat je lächeln oder lachen gesehen habe. Sie ist wirklich lieb und nett, obwohl die anderen sich über ihre Abstinenzkampagne lustig machen. Sie benehmen sich unreif, aber alle in Blackwell sind in der Oberstufe. Sie muss eine Menge einstecken. Sie hat mit vielen religiösen Gruppen zu tun, hält mir aber keine Predigten, also ist es mir egal. Sie war die letzten Wochen über extrem still und introvertiert. Sie sieht aus wie ein Zombie. Ich würde ihr gern helfen, kann aber kaum mir selbst helfen. Ich frage mich, ob das ganze Mobbing sie zermürbt hat. Das kann ich verstehen. Ich muss versuchen, mehr mit ihr zu reden und sie vielleicht zu einem Tee oder Film einzuladen. Obwohl sie erwachsen ist, darf sie bestimmt keine Filme gucken, die mit FSK 18 bewertet wurden. True love waits. I have so much of you in my heart. Und get well soon. Und dann sieht man da noch oben rechts so ein niedliches Bild mit so einem
ich sag mal, so ein Bötchen, wo so zwei Mädchen drin sind. Sieht schön aus. Das war Charakter Nummer 3. Kommen wir zu Charakter Nummer 4. Kommen wir zu unserer Erzrivalin. Victoria, hallo. Victoria Chase, Elite der Blackwell Academy und ein fieses Mischstück. Ich sag das nicht gern, aber warum muss jemand, der so hübsch und reich ist, so unglaublich gemein sein? 18-Jährige an einer angesehenen Schule sollten zu Künstlern und Gelehrten werden, nicht Reality-TV-Kandidaten. Victoria muss überall Drama inszenieren. Sie verschwendet ihre Zeit tatsächlich damit, mich im Unterricht blöd anzumachen und Kate zu verhöhnen. Im Ernst? Wenn ihre Eltern sie nur so sehen könnten, das Bankkonto wäre schnell eingefroren. Allerdings ist sie im Vortex Club und er scheint die Schule zu besitzen. Vielleicht ist es ihr deshalb scheißegal. Komisch ist nur, sie kennt sich mit Kunst und Fotografie aus. Sie kann selbst die Namen aussprechen, die meine Zunge verknoten. Ihre Arbeit ist etwas kühl, aber sie hat ein gutes Auge. Sie hat auch ein Auge auf Jefferson geworfen. Es ist so offensichtlich, dass es echt peinlich ist. Fehlt nur noch, dass sie auf seinem Schoß sitzt. Er bleibt kühl. Man sieht, dass sie versucht, den Helden des Alltags-Wettbewerb zu gewinnen. Es macht sie bestimmt irre, dass sie ihn weder kaufen noch verführen kann. Ha. Und ja, und wir sind hier. Ich würde mal sagen, so I'm dreaming, weil das Haar da links würde ich jetzt mal wegdenken und eine Sonnenbrille und ein Flugzeug passt zu ihr. Vorurteile abgedeckt. Machen wir weiter und zwar mit Nathan. Perfekte Überleitung. Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinen Zeitreisen, weil wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf jedem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid, er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat fast, nur fast, ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zur Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss aber jetzt Augen im Hinterkopf haben. Und dazu, ja, was wir schon vorgelesen haben, sieht man Geld und Drogen. Und irgendwie so recht so, ich sag mal, was sind das hier, das nochmal auf Briefen. So ein Poststempel, sag ich mal, wo ein Junge oder so ein Mann im Boot sitzt. Ja, interessant. Okay. Machen wir weiter, so gesehen, mit einem weiteren, ja, so ein Teils-Widersacher. Machen wir weiter mal mit dem Stiefdödel, wie Chloe ihn sehr, sehr gerne nennt. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Und das will was heißen. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen oder stehe kurz davor, eins zu begehen. Er hat mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gehört, er wurde aus der Armee geworfen oder so. Natürlich wird er als Sicherheitschef an der Blackwell Academy angestellt. Man soll sich doch sicher auf dem Campus fühlen, oder etwa nicht. Dieser Idiot stolziert überall mit seiner Marke und Knarre rum, als wolle er den Elektroschocker zünden. Er würde aber ein gutes Porträt für Autorität liefern. Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie tut mir leid. Muss sein, als wäre man in einer Kaserne. Grusel. Noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackwell. Muss sie alle sammeln. Und dann natürlich auch wieder hier US für US Navy, denke ich mal, und eine Knarre. Und was das links ist, soll das so ein Sicherheitssymbol sein? Ich weiß es nicht. Und was für eine Flagge ist das? Ich habe gerade Togo und Jamaika im Kopf, aber Jamaika sieht anders aus und bei Togo bin ich mir nicht sicher. Ich kenne aber die Flagge irgendwoher. Nun denn, da werde ich nochmal nachforschen, wozu die Flagge gehört. Vielleicht finde ich das raus und blende es euch dann jetzt hier ein. Okay, machen wir weiter mit Direktor
Wells. Ich weiß nicht, was Direktor Wells Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stotterte wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen, also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Er schien etwas gestresst, aber das wäre ich auch, wenn ich in Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol, aber das könnte auch sein Eau-de-Cologne gewesen sein, oder? Aha, also etwas aus Köln, Aha, so. Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil der besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde mal eine großartige Fotografin und erwidere Blackwell den Gefallen. Das halte ich für Wunschdenken, aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht weiter auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. Und dann steht halt nur noch, you're not the boss of me. Und dazu Getränke, die so gesehen ihn so, ja, vielleicht Alkoholiker eben darstellen. Atem braucht ja nach Alkohol. Mal schauen. Nun gut, und außerdem, wir haben ihn ja auch schon trinken gesehen, von daher passt ja. Gut, machen wir weiter mit einem sehr, sehr guten Freund von uns. Machen wir weiter mit Warren. Ich wusste, wenn ich Warren mein Handy gebe, jagt er es für die Wissenschaft in die Luft. Er will seinen USB-Stick nach weniger als einer Woche zurück. Er meinte, ich soll mir alles ansehen. Es seien massenhaft coole TV-Serien und Filme drauf. Gott sei Dank war das kein Porno. Und ich bin dankbar für Rowan. Er ist ein echter Freund und wir teilen viele Interessen. Er liebt Wissenschaft, versteht Kunst und weiß gute Fotografie zu schätzen. Er sagt, er liebt meine Bilder, aber vielleicht will er bloß nett sein. Rowan ist ein Geek, aber man weiß, woran man ist. Ich bezweifle, dass er mich je anlügen würde. Es fühlt sich gut an, hier einen Verbündeten im gleichen Alter zu haben. Und er bringt mich zum Lachen. Ja, kurzer Text. Dazu ein Globus. Auch so allwissend kann man sagen, vielleicht dargestellt. Dann mathematische Formeln, wie ganz oben x minus x durch 4 minus 4 durch x minus 1 ist gleich 0. Oder eben zu andere Formeln. Und natürlich, das kennt man von Albert Einstein natürlich, die Formel E gleich M mal C Quadrat. Bekannte Formel, die kennt man. Gut, machen wir nun nach Warren weiter mit eigentlich so gesehen der mit wichtigsten Person neben Max in diesem Spiel. Kommen wir neben Max zum wichtigsten Charakter mit im Teil, nämlich zu Chloe. Dann ist da noch Cole Price. Was sagst du nach 5 Jahren Funkstille zu deiner besten Freundin, nachdem du ihr Leben gerettet hast? Nichts. Ich fühle mich so mies, dass ich mich nicht gemeldet habe oder mal geschrieben habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Sie sieht so vertraut und doch so anders aus. Sie ist erwachsen und scheint mehr als nur ein Jahr älter als ich zu sein. Ich liebe ihre braunen Haare und punkigen Klamotten. Es macht Sinn, dass sie zur Rebellin wurde. Sie sieht immer noch so aus wie ein Pirat. Mitten im Stage-Diving. Ihre Körpersprache sagt mir, dass sie sauer auf mich ist. Ich bin froh, dass ich die alte Chloe noch in ihr sehe. Oder ist es die junge Chloe? Sie muss wegen dem Tod ihres Vaters total fertig sein. Wäre ich auch. Das war eine furchtbare Zeit für Chloe und Joyce. Ich fühle mich schlecht. Vielleicht war ich froh, wegzuziehen, um dem Kummer zu entkommen. Apropos Kummer. Sie hat sich offensichtlich mit Nathan Prescott Mist eingelassen. Kein Plan, was zwischen den beiden abgeht, aber ich werde es rausfinden. Um jeden Preis. Dann ein A. Ich überlege gerade, wofür könnte das A stehen? Weiß ich gerade nicht. Sieht so aus wie ein Stempel. Oben rechts sind die Flaschen, die wir zerschossen haben. Und ein Skateboard. Da sie sich ja auch gut mit... Oh, wie heißt er denn jetzt nochmal? Mit dem Skater jedenfalls sehr, sehr gut versteht. Machen wir weiter mit einem, so gesehen, indirekten Charakter, der aber eine sehr, sehr wichtige Rolle im Franchise von Life is Strange und Life is Strange Before the Storm spielt. Machen wir weiter mit Rachel, die ja nur indirekt in dem Spiel vorkommt. Wo ist Rachel Amber?
Obwohl die Blackwell Academy so abgelegen und friedlich wirkt, holt sie einen auch hier die traurige Realität ein, wie die Vermisstposter auf dem gesamten Campus zeigen. Ich habe ihren Namen schon durch Osmose gelernt. Ich glaube, sie war eine beliebte Schülerin und verschwand vor 6 Monaten. Rachels Foto auf dem Vermisst-Poster ist toll. Sie posiert und sieht hübsch aus, wie ein Model. Wer sie wohl fotografiert hat? Ist sie von zu Hause weggelaufen? Hoffentlich, um ihretwillen. Es ist so traurig, ihre Eltern tun mir so leid, so eine Scheiße durchzumachen zu müssen. Seufzt. Ganz gleich, wie der Blackwell einer Geheimsphäre voller Wissen ähnelt, der Realität entkommt man nicht. Ja, und hier schon so eine Anspielung. Man sieht natürlich das Vermisst-Foto. Dann eine Klappe wie beim Schauspiel. Ihr Foto und... Und der Wald spielt ja gerade bei Before the Storm eine sehr wichtige Rolle. Okay, machen wir mit dem nächsten Charakter weiter. Machen wir weiter mit der Mutter von Chloe, nämlich Joyce. Nach 5 Jahren mit Joyce Price zu reden, war fast so abgefahren wie Chloe wiederzusehen. Besonders im alten Two Whales Diner. Das Klappern von Besteck und der Geruch von Bacon versetzten mich in meine Kindheit zurück, als sie zum Frühstück mit meinen Eltern da war. Ich erinnere mich, wie sie Chloe immer anlächelte, auch beim größten Unsinn. Jetzt lächelt sie nicht mehr so über diesen Unsinn, aber sie plänkeln immer noch wie Mutter und Tochter. Ich zog so kurz nach Williams Tod nach Seattle, dass mir entging, welche Wirkung er auf Joyce hätte. Ich bin froh, dass sie mir meine Selbstsucht vergibt. Ich erinnere mich noch, wie Chloe und ich ihn das letzte Mal sahen. Wie oft Joyce diesen Tag wohl durchlebt. Das ist die schlimmste Art des Zurückspulens. Ohne Kontrolle. Wenn ich zu diesem Moment zurück könnte, was würde ich tun? Kaum zu glauben, dass sie David Metzen geheiratet hat. Krasse Gegensätze. Sie liebt ihn offensichtlich, so verstörend das auch klingt. Vielleicht wollte sie nur mehr Struktur in ihrem Leben. Aber das funktioniert mit Chloe nicht. Ich hoffe, die beiden behandeln sie gut. Joyce verdient das Beste. Und das ist die perfekte Überleitung für den letzten Charakter. Ja, interessant ist erstmal, dass ich gesagt habe, das ist die perfekte Überleitung. Ich habe schon bereits David vorgelesen. Denn zu guter Letzt kommt Frank. Ich werde Frank nie vergessen. Schon allein, weil er der erste und letzte Mensch war, auf den ich je mit einer Waffe zielte. Wie ist Chloe auf dem Radar eines Dealers aufgetaucht? Als er Chloe bedrohte, war ich schockiert, wie wenig zwielichtig er wirkte. Ich hatte mit einem knallharten Gangster gerechnet. Er scheint eher in einer Mülltonne zu hausen, was er auch irgendwie tut. Wir waren quasi in seinem Wohnwagen, um meine Kräfte zu Chloes Belustigung auszutesten. Er sah zwar nicht wie ein Serienmörder aus, aber seine Schwingung, Aura, Energie, was auch immer, war übel. Ich hatte totale Gänsehaut. Er wollte sein Geld von Chloe zurück, also hätte er ihr wohl nichts getan, aber ich wollte es nicht riskieren. Ja, ich habe ihn tatsächlich mit Davids Waffe bedroht. Lachhaft. Zum Glück ist jemand geendet, wie in Reservoir Dogs. Und Frank ist doch weniger furchteinflößend als gedacht. Ich will Chloe allerdings nie wieder in seiner Nähe sehen. Er trug aus welchem Grund auch immer eines von Rachels Armbändern. Also wird Chloe wohl nicht mehr mit ihm feiern wollen. Er ist jetzt der Hauptverdächtige. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch hier von dieser Folge schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, diese Folge kommt gut bei euch an. Und für euch zur Info, einfach jetzt nochmal so hier am Rande erwähnt. Für mich ist es jetzt gerade 2 Uhr nachts, wo ich mir so gedacht habe, Mensch, mach es einfach mal. Ich hab Bock dazu. Ach ja, hier steht noch I'm so dirty. Das haben wir als Max auf seinem Wohnwagen geschrieben mit der Hand auf dieser schmutzigen Scheibe. So sieht das aus. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Und nur zu sagen, euch einen wunderschönen Tag. Und bis dahin, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.